Herzlich willkommen beim Stempelpalast. In unserer Reihe Erinnerungen and More, genau, Erinnerungen and More, Memories and More, Erinnerungen und mehr, möchte ich euch heute das Set Babyglück vorstellen. Und ich muss gestehen, ich habe schon reingeguckt und ich bin, oh mein Gott, ich bin mega verliebt. Obwohl ich ja sonst nicht so für Babykarten bin, auch da kein Händchen für habe. Aber das hier ist so süß. Ich bin schockverliebt in einen Elefanten. Das ist der Hammer. Schaut mal. Hier sind die Karten. Ihr kennt das schon. Es gibt große 10,2 x 15,2 und kleine, die waren 7,6, glaube ich, mal 10, ja. Also 4 mal 3 Inch, ne? Wisst ihr schon. So, die gucken wir uns gleich an. Und die großen Karten gucken wir uns an. Nein, die gucken wir uns später an. Wir gucken noch ein bisschen auf den Elefanten. Der ist so niedlich. Oh, ich bin total verliebt. Wir gucken die kleinen Karten zuerst. Du bleibst da schön liegen. Nee, kannst du nicht. Wir brauchen den Platz. So, hier gibt es nämlich auch richtig schön für Jungs und für Mädchen und neutral. Wir gucken in diesem Fall auch gleich vorne und hinten an, anders als bei den alten, bei den anderen Videos, weil es ist nämlich oft vorne blau und hinten rosa. Deswegen brauchen wir sie nicht ausbreiten, sondern können sie einfach so gucken. Dieses hier finde ich auch total toll. Haben wir irgendwo eine glatte Oberfläche? Irgendwas? Glatt weiß? Ja, hier. Schaut mal. Ist das nicht schön? Das finde ich total toll. Klarsicht. Ist echt süß. So, und dann haben wir neutrale Karten. Die sind auf der Rückseite einfach schwarz und hier ist es Schiefergrau. Hier gibt es wieder Baby Girl und Baby Boy. Und dieses hier, das ist so ähnlich wie unser Designpapier, nur in klein. Für Mädchen und für Jungs. Also nein, für Jungs und für Mädchen, wisst ihr schon. Da ist er wieder. Töre. Töre. Ich finde, der ist so süß. Ist der nicht niedlich? Oh, ich bin total verliebt in den kleinen Elefanten. Das ist der Mega-Hammer. Gibt es auch natürlich zwei von. Hier so ein bisschen mit so einem Ombre-Effekt, so ein Farbverlauf. Ist auch sehr schön. Die Karten sind alle, wie ihr seht, nicht weiß. Das ist schon auf Vanille pur. Was sie aber einfach ein bisschen zarter macht, was ich gar nicht so verkehrt finde. Hier auch wieder mit Schwarz und mit Schiefergrau. Da ist wieder unser kleiner Töre. Auch mit einem rosa Schwein. Und hier dann mit einem blauen Schwein. My Beautiful Baby. Gibt es hochkant und quer. Und dann gibt es hier So in Love with You. Natürlich mit dem blauen und dem rosa Herzchen. Die hier finde ich auch total schön. Gibt es eben auch für beide. So, dann gibt es die andere Hälfte. Also es gibt, wie ihr seht, immer zwei Karten. Hier mal mit Gold. Das ist nur eine, aber die hat so einen richtigen Shimmery-Effekt. Ich versuche mal meinen Finger aus den... Ist auch sehr hübsch. Hier haben wir Forever Loved. Auch natürlich für Jungs und für Mädchen.
So, das fand ich ganz lustig, als ich das gelesen habe. Anscheinend gibt es das Wort Stinker auch in Englisch. Ich weiß nur nicht, wie es dann heißt. Heißt es dann Stinker? Gibt es natürlich für Mädchen und für Jungs. Hier einfach nochmal ein paar Flecken. Also alles, was irgendwie blau ist, ist dann natürlich auch rosa. Hier, gestern hat mir meine Freundin erzählt, sie hat einen ganzen Bagger Fotos von ihren Kindern, wie sie schlafen. Ja, kann sie dieses hier gleich daneben tun. Du hast mich um den Finger gewickelt, heißt es. Kann sie das gleich daneben tun, wenn sie die Fotos denn mal in ein Album steckt. So, und jetzt kommen wir zu den großen Karten. Oh, ich bin so verliebt. Dieser Elefant, der hat es mir so angetan, das glaubt ihr gar nicht. Der ist so niedlich. Ich muss da unbedingt, guck den doch mal an. Ich muss da unbedingt noch mit basteln. Der ist so süß. Der kann so süß gucken. Die Karte, Seite finde ich übrigens auch sehr schön. Gar nicht mal so für Baby, sondern die könnte ja theoretisch auch für ganz normal eine Karte sein. Hier gibt es Hello Little One. Dann gibt es diese kleinen, wo ich sagte, die haben wir als Designpapier. Die gibt es auch noch mal ein bisschen größer. Dann haben wir hier Smiley. Und jetzt guckt euch das hier an. Oh mein Gott, ich bin so verliebt. Schaut mal. Da gibt es tatsächlich, ich lege das nochmal weg, zum Aufkleben den Herrn Elefanten nochmal dazu. Der ist so niedlich. Die kleinen Schweine, die können wir nochmal sternen. Und hier gibt es dann noch mal ein bisschen was Schlichteres, was man ja auch nicht zwingend und unbedingt für ein Babyalbum benutzen müsste. Ist ja auch sehr niedlich. Tschüss, Elefant. Der ist also wirklich, hat mich ja noch nichts am Babysein so umgehauen wie dieser Elefant. Der ist wirklich niedlich. Wow. Babyboy. Und natürlich auch Baby Girl. Hier haben wir wieder so ein paar Hintergrunddinger. Hier ist wieder ein durchsichtiges. Da nehmen wir wieder meine weiße Karte, damit ihr es sehen könnt. Ne? Ist auch sehr schön. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht meine Waschmaschine. Vergessen, die Tür zuzumachen. Auch wieder so zum Schreiben. Rosa und blau. Dies ist auch einfach weiß tatsächlich, weil man ja dann diese Seite benutzen soll. So wie in dem kleinen gab es auch eins mit diesen Wellen. Erinnert ihr euch an? Ist ja noch nicht so lange her. So. Das war's schon. Ach, ist das schön. Ja. Erinnerungen und mehr, Memories and more, das sind Karten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Interesse habt, meldet euch bei mir. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen tollen Tag. Tschüss!
Musik.